Ich kann diese Fenster jetzt mal minimieren und surf einfach in der Zwischenzeit noch ein paar andere Webseiten an, wie Alternate haben wir schon, mein Gott, was weiß ich, Heise, ja, irgendwie Disney oder sowas. Es sind sicher viele schöne Bilder drauf. Und unser Cache-Verzeichnis sollte sich ja langsam füllen. Was sehen wir hier? Das Laufwerk ist hundertprozentig belegt. Das heißt, wir haben also unser RAM Drive komplett befüllt und der Firefox wäre jetzt sozusagen bereit, irgendwo die Daten anders hinschreiben zu müssen. Oder wenn der Firefox intelligent ist, dann löscht er einfach diese Dateien, die hier in dem befüllten Laufwerk liegen, und nimmt sie nicht im Cache, sondern lädt sie einfach quasi immer wieder frisch neu runter, wie es halt der Arbeitsspeicher irgendwie zulässt. Und genau, wir surfen jetzt einfach noch kurz ein bisschen rum, damit wir für unsere schöne Protokollierung auch was zum Aufzeichnen haben. Und dann anschließend auch was ziehen. Hier haben wir so ein fettes Mickey Mouse Bild, also wenn das nicht Speicher frisst, was dann? Gell? Okay, wir minimieren jetzt mal den Firefox und ich öffne diese Fenster und die beende ich jetzt mal mit Ctrl C. Beide einfach den Prozess abschießen und fertig. Und wir haben jetzt diese beiden Dateien erstellt, Ausgabe und Ausgabe Cache, und die können wir jetzt uns ansehen. Ich gehe dazu mal in meinen persönlichen Ordner rein. Und da sollten wir jetzt auch gleich diese Textdateien sehen. Genau, die Ausgabe hat einfach alles protokolliert, was in meinem Home-Laufwerk passiert, und die Ausgabe Cache alles, was in DevSRM passiert. Diese Dateien, die werden natürlich relativ groß, vor allem weil wir sie in einem Abstand von einer Sekunde gemacht haben. Und hier sehen wir auch schon, das Ganze ist relativ gut strukturiert und übersichtlich. Die einfachste Möglichkeit jetzt herauszufinden, was passiert ist, nach Firefox zu suchen. Und da sehen wir auch schon massig Einträge. Wenn wir jetzt diese Einträge überprüfen, werden wir feststellen, ich habe das ja schon vorher mal probiert, dass da auf mein Home-Laufwerk im Endeffekt überhaupt nichts passiert, bis auf ein paar kleine Einträge. Aber diese Einträge sind alles nur so Datenbankeinträge. Zum Beispiel, wenn ihr auf eine gesicherte Webseite geht, wird automatisch ein Schlüssel gedownloadet oder es werden Cookies in unser Firefox-Verzeichnis gesetzt. Das alles passiert, wenn wir in diesen unsicheren Modus surfen. Aber es gibt jetzt hier keinen Hinweis darauf, dass irgendwas in unserem DevSRM passiert oder irgendwelche neuen Cache-Objekte angelegt werden in unserem Home-Verzeichnis. Die andere Datei können wir uns natürlich auch noch ansehen, und zwar was im Arbeitsspeicher an sich passiert, also in unserem RAM Drive. Und da passiert schon eine ganze Menge mehr. Zum einen hier haben wir schon mal diesen Firefox, der hier